Hornmusik ist was sehr Natürliches eigentlich, was sehr leicht verständlich ist, dadurch, dass Horn eines der ältesten Instrumente so ist. Es kommt von der Jagd. Es haben Urvölker benutzt, um sich Signale zu schicken. Das heißt, der Hornklang ist eigentlich überhaupt gar nichts Fremdes, und auch Hornsymbole sieht man überall. Das ist im kompletten Alltag von uns Menschen eigentlich drin. Das CD-Projekt ist entstanden aus dem Deutschen Musikwettbewerb heraus. Es ist einer der Preise gewesen, die man dort bekommen hat. Im Zusammenhang mit dem Label Genuin, mit dem Deutschen Musikrat natürlich und Deutschlandfunk. Und ist daraus natürlich eine total wunderbare Gelegenheit, meine Interpretation quasi nach außen tragen zu können. Ich habe jetzt auf meiner CD ein Programm, was relativ besonders ist. Also es sind alle Stücke, die selten aufgenommen wurden. Und das sind gehören in jedem Fall zu meinen absoluten Favorites. So. Nicht nur vom Spielen hören, sondern auch einfach von der Musik. Das sind alles wahnsinnig wertvolle Stücke in unserem Repertoire. Das ist eine Sonate von Jeanne Veneri. Das ist eine belgische Komponistin, die leider weitgehend unbekannt ist. Sie hat allerdings auch nicht viel geschrieben. Allerdings eben diese eine Hornsonate, und das ist schönste Musik im französischen Stil. Ich wollte in keine bestimmte Richtung gehen. Ich wollte mich sehr offen zeigen, weil ich auch so am liebsten Musik mache. Ich bin eigentlich am liebsten sehr flexibel und lasse mich nicht so gern in eine Richtung drängen. Oder stelle mich auch gar nicht gern in eine Ecke, weil ich sehr viel Lust auf Abwechslung habe. Jörg Wiedmann, er, eigentlich für mich das zentrale Stück auf der CD, 2005 geschrieben für den ARD-Wettbewerb als Pflichtstück. Also es spannt den größten Bogen so über die komplette Hornmusik, weil es einmal Bezug nimmt auf das Naturhorn, das heißt auf die Form des Instruments, die man zu Mozart-Zeiten quasi gespielt hat. Also es geht um Naturtonharmonik, und gleichzeitig hat es was sehr Atonales natürlich, was sehr Modernes, Experimentelles. Und gleichzeitig gibt es aber eine total romantische Ebene in diesem Stück, dadurch, dass man das ganze Stück in Flügel reinspielt und dieser eben wieder rückresoniert. Es ist ein wahnsinnig vielschichtiges, aufreibendes Stück und eigentlich das Stück, was ich am liebsten in der Konzertsituation spiele, weil es die spontansten Reaktionen auslöst.